Tag beim Kurzwellensender. Wir besprechen heute wieder eine Folge Watchmen in der ersten Staffel des Kurzwellensenders. Und mit dabei sind heute neben meiner kaputten Stimme Phil. Hallo. Jan. Hallo. Und Ben. Hallo. Wir wissen nicht, was mit Mario passiert ist, aber vielleicht kommt er auch nochmal. Wir haben ja noch 2 Folgen. Mal gucken. Dafür ist Jan jetzt wieder da. Du bist ja auch seit 2 oder 3 Folgen nicht dabei. 4. 4? Oh Gott. Muss ich erstmal einen Tee trinken? Heute ist 3. Heute ist die 4. Aber da bin ich wieder da. Also ich habe es zum literarischen Quartett bei Nummer 4 geschafft. Okay. Dann kannst du vielleicht uns ja nochmal kurz Rückmeldung geben, wenn du jetzt, wie ich gehört habe, die Folgen nachgeschaut hast. Oder die Podcasts nachgehört hast, ich weiß gar nicht, wie du die... Erst geschaut und dann gehört. Also hören bin ich noch dran. Okay. Geschaut habe, ich habe die dann durchgebinged, deswegen sind sie bei mir ein bisschen ineinander verlaufen, glaube ich, was die einzelnen Folgen angeht. Aber ich fand sie durchweg gut. Ich bin immer begeisterter von der Serie, die dann auch Sachen erklärt. Zum Beispiel eben die Tintenfische. Und dabei aber ein bisschen neue Sachen aufwirft. Zum Beispiel Jupiter Mond als Gefängnis. Ja. Oder den also, Plan. Gefällt mir. Oder den Plan der Seventh Cavalry. Da hatten wir dann ja auch lange drüber geredet. Wir wissen jetzt zwar, wer diese Tintenfische da gebaut hat, aber was der Plan von diesen Typen ist, wissen wir nicht. Ja. Aber das löst sich heute auf. Das löst sich heute auf. Ich merke gerade, dass meine Stimme abbaut. Aber warum? Ist ja beim Podcast nicht so wichtig. Das stimmt. Du kannst ja einfach deine Zettel hochheben. Ich kann auch ein bisschen schmatzen, um das zu übertünchen. Bitte nicht. Dann läuft Phil weg. Oh nein. Null Toleranzpolitik. Genau, also wir hatten erfahren, wie das ist mit diesem New York Monster, also mit dem Tintenfisch, mit dem großen. Das war ja die Folge mit Looking Glass. Und dann Die nächste war ja diese viel in Schwarz-Weiß durchgeführte Folge über... Ja, genau, über Angela und ihren Großvater, ja, ne? Genau. Und da ist mir... Also wir haben gestern, habe ich meiner Freundin den neueren Jumanji-Teil gezeigt. Also es gab ja den alten Jumanji-Film und dann irgendwann 2017 oder 15 irgendwann den neuen mit hier Dwayne The Rock Johnson und Jack Black und so weiter. Und ja, in dem Film machen... Ja, Fortsetzung, genau. Aber die ist ja so losgelöst, dass Alan nein, kommt da ja nur einmal als Schnitzung im Baum vor. Den zweiten Teil dieser neuen Interpretation haben wir noch nicht geguckt, aber halt in dem ersten wird eine Zwischensequenz so toll erzählt, oder halt dieses, ne, plötzlich hört man aus dem Off, was ist denn das hier? Ich glaube, das ist eine Zwischensequenz, die erklären gerade, was passiert ist. Und das finde ich hier in der Serie auch so toll, wie eine Rückblende interpretiert wird. Das ist einfach, du nimmst irgendein Medikament und dann erlebst du die Erinnerung. Und das ist ja eigentlich das, was in anderen Serien so als Rückblendenfolge so vor 20 Jahren oder so einfach erzählerisch gelöst wird und hier so in der Serie implementiert. Und das fand ich halt bei Jumanji schon total lustig und clever gemacht und hier jetzt auch. Ja, und vor allem war es halt auch irgendwie künstlerisch wertvoll. Wie ja, es war auch, und zwar optisch toll gemacht. Ja. Wie die Gesichter immer gewechselt hatten und so weiter. Und dann gab es ja diese tolle Szene im Schaufenster. Genau, die Kamerablenden in der Serie sind 1A, die sind echt gut. Ach, ja. Gut, aber jetzt sind wir eins weiter. Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter und haben die 7. Folge. Die heißt also nämlich, manchmal kommt das Alter von Tim schon so ein bisschen durch. Warum? Naja, ich glaube jetzt nicht, dass so viele 20-Jährige diesen Witz erzählen. Okay. Folge 7, wie heißt sie denn? Also mein Vater mag den auch. Folge 7. Jetzt hat er die Party Almost verpasst. Religious Awe. Und auf Deutsch? Das habe ich vergessen. Keine Ahnung. Okay. Mario guckt da kommt das Alter aber ziemlich durch. Also, wir können es ja nochmal versuchen, selbst zu übersetzen, weil bis jetzt war es ja immer wortwörtlich, aber ich weiß nicht, was Awe heißt. Ehrfurcht. Okay.
eine beinahe religiöse Ehrfurcht. Alle tippen schon bei Google. Und irgendjemand googelt im Hintergrund. Der Faktencheck. Ja. Sehr gut. So, eine fast schon religiöse Ehrfurcht. Ach, guck mal, haben wir doch gut hingekriegt. Hätten wir auch easy machen können, den Titel. Ja, also für die Serie hätten wir den auf jeden Fall hingekriegt mit den Übersetzungen. Ja. Okay. Gibt's was zur Produktion zu sagen? Eigentlich nicht. Nö. Wir haben, glaube ich, bis jetzt nie was zur Produktion großartig gesagt. Ich habe einmal erwähnt, dass ja hier der Sohn von Carlton Cuse, Nick Cuse, mitgeschrieben hat am Drehbuch. Aber das war schon Folge 2. Den sagen wir vielleicht nochmal. Diesmal hat Regie geführt David Semel, kenne ich. Und das Drehbuch haben geschrieben Stacey Ozay Kufour und Claire Kieschel. Oder Kieschel, kenne ich auch beide nicht. Haben auch noch keinen Wikipedia-Artikel. Ich habe nicht nachgeforscht. Ich sollte nichts sagen, wenn ich nichts weiß. Aber wir sind eigentlich direkt in der Serie im Anschluss an die letzte. Und diesmal kommt am Anfang auch keine Superhelden-Szene wie beim letzten Mal, sondern es kommt Angela als Kind direkt, oder? So steigen wir ein. Naja, nee, es kommt eigentlich schon wieder eine Superhelden-Szene, weil es kommt so die Geschichte von hier, Blue Man. Dr. Manhattan. Ja, stimmt. Und das geht dann über in die Angela-Szene. Genau. Die Geschichte von Dr. Manhattan wird erzählt und wir erfahren da aber, glaube ich, nicht wirklich was Neues, oder? Nö, einfach nur nochmal irgendwie halt aus Deutschland geflohen. Dann hier die Geschichte mit der Uhr seiner Freundin haben wir ja bei... Genau, im Theater. Im Theater schon gesehen. Genau. Dann sieht man nochmal so ein bisschen mit Bildern untermalt, wie er Vietnam platt gemacht hat. Und genau, dann blendet es ja über in das Leben der jungen, wie heißt sie? Angela, weil das ist so ein Feiertag da in Vietnam. Genau. Oder diesen Dr. Also Manhattan-Feiertag. Mit Dr. Manhattan. Genau. Was wie ja. Liberation Day. Ja, genau. So kann man das nennen. Und dann kommt ein ganz eindeutig erkennbarer Attentäter, weil er hat nämlich nur ein Auge. Also muss ja ein Attentäter sein oder ein Böser. Ja, der hat auch so Narben. Und genau. Also offensichtlich jemand, der den Krieg verloren hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann irgendwas noch mit Nord- oder Südvietnam zu tun hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Nordvietnamese, aber ich weiß es nicht. Und der zündet dann eine Bombe. Ja, oder vielleicht einfach grundsätzlich jemand, der was dagegen hat, dass die USA beschlossen haben, dieses Land gehört jetzt uns. Zum 54. Bundesstaat zu machen oder so. Ja. Und dabei sterben offensichtlich die Eltern von Angela. Das erfahren wir hier. Aber Angela überlebt offensichtlich, das wussten wir schon. Gut gesagt, ja. Und dann sehen wir, dass sie so im Krankenbett wieder bei Lady Chu aufwacht. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge am Ende gesehen, dass sie dort ist. Und dass sie jetzt offensichtlich damit kämpft, was denn jetzt ihre Erinnerungen sind und was die von ihrem Großvater sind, weil Es gibt immer so kurze Flashes auch mit schwarz-weißer Erinnerung. Mhm. Und Lady Chu kommt dann ja auch gleich rein und der Tenor dieses Gesprächs ist so ein bisschen, dass Lady Chu eigentlich ständig sagt, ja, das hast du mir alles beim letzten Mal schon erzählt oder beim letzten Mal war das genauso. Das heißt, offensichtlich vergisst Angela immer wieder, dass sie dieses Gespräch schon mehrmals hatten und so weiter und verfällt immer wieder in diese Nostalgie. Ja, richtig witzig also, fand, als sie irgendwann sagt, so, und jetzt gebe ich dir die Tutorial. Ja, das war sehr... War ich auch sehr geil. Da dachte ich dann auch, ja, wenn man schon so ein Produkt entwickelt, dann kann man sich's auch eigentlich gleich damit selbst erklären lassen. Ja, spart unglaublich viel Arbeitszeit. Ja. Genau. Ja. Und das erklärt aber auch nichts Neues, was wir nicht schon wussten. Wie dieses Nostalgia funktioniert. Nee, ist halt nur ein bisschen Techno-Bubble. Also irgendwie ist es schlecht, wenn man zu viel alte Erinnerungen im Gehirn hat. Und irgendwie und dann, machen die das aber wieder gut. Ja, wird irgendwas injiziert, was es wieder schön macht, ja. Genau. Und da hängt ja noch so ein Schlauch an Angela am Arm.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Flüssigkeitsaustausch ist. Wahrscheinlich schon. Ja, sie kriegt, ja, glaube ich, auf jeden Fall aus dem Zimmer raus. Genau. In das andere rein. In ein anderes Zimmer, das sieht man ja jetzt noch nicht. Aber sie hat schon die Vermutung, dass es sozusagen ihr Großvater dran angeschlossen ist. An den Schlauch. Ja. Oder habe ich das falsch verstanden? Nö, die ist schon richtig. Die richtige Vermutung. Und das war's aber jetzt erstmal mit Angela, oder? Ja, also jein, es gibt als nächstes eine Szene, wie Cal versucht, sie zu sehen und dann abgewimmelt wird durch so eine Tele... Ich habe heute Wortfindungsstörung. So ein Projektion. so eine Projektion von der Tochter. Ich kann einfach keine Namen. Tochter? Ich sollte diese Stelle nicht machen. Die Tochter. die ihm sagt, ja, ist alles gut mit deiner Frau, aber du kannst sie nicht sehen, weil in ein paar Stunden aktivieren wir hier ja diese krasse Millennium Clock und deshalb darf hier keiner rein, keiner raus. Also die Tochter von Lady True, musst du dazu sagen, weil die Tochter, Cal hat ja auch eine Tochter oder sogar mehrere. Ja. Nee, eine. Ja. Genau. Und dann geht er wieder, oder? Weil er kommt nicht rein. Ja, kommt ja nicht angefressen rein. Angefressen und geht wieder, genau. Ja. Und da erfahren wir schon, hier ist gerade irgendwie so ein Countdown im Gange, die Millennium Clock soll aktiviert werden. Und wir wissen aber nicht, was das bedeutet. Und da reden dann Lady True und Angela auch nochmal drüber. Und Lady True verrät nicht genau, was passiert, aber sagt, sie retten damit die Welt. Ja, aber mehr. Genau, inhaltlich erfährt man nichts. Ja. Das, was verrückte Leute mit zu viel Geld halt immer sagen. Damit rette ich die Menschheit. Aber es geht ja auch noch so ein bisschen um den Großvater, über den wieder geredet wird, der ja da auch mitmacht. Ja, aber es ist ja alles inhaltslos, finde ich. Also man erfährt nichts, außer er hängt da mit drin und damit retten wir die Menschheit. Das nennt man gerade nicht Suspense, weil dann würde der Zuschauer ja schon wissen, was passiert. Wir wissen es aber auch nicht, was genau passiert. Es gibt da noch so eine Rede, die sie dann, glaube ich, hält an die Öffentlichkeit aus ihrem Büro. Ja, das kommt aber, glaube ich, erst zum Ende der Episode. An die Mitarbeiter, glaube ich, oder? Wird die nicht nur in der Fabrik da? Das kommt zu dem Zeitpunkt, als Angela dann alleine durch die Wirtschaft. Rumwirtschaft. Die Wirtschaft. Ja. Durch die Gegend läuft. Weil jetzt gab es als nächstes dieses Telefonat zwischen Agent junger Mann und Agent alte Frau. Keen und Crawford. Ben, mach du das doch einfach. Ach so, ja. Nee, Crawford. Du kannst doch, glaube ich, besser als ich. Genau, er ruft sie an, weil er hat nämlich diesen Hideout der Kavallerie gefunden, aber außer ein paar toten Kavalleristen hat er nichts Bunker. Er ist im Bunker von Looking Glass. Okay, wir wechseln uns einfach ab. Ich mache immer da eine Pause. Wenn Namen die Namen kommen und wenn die Geschichte erzählt werden muss, macht's Phil. Also sie hatte ihn ja irgendwie auf die Suche geschickt nach Looking Glass, weil sie verdächtig vorkam, dass er Angela irgendwie verraten hat. Ja, und aber dass da vielleicht auch nicht aufgetaucht ist, weil man sieht ja am Ende der vorigen Folge, wie so vier Rorschach-Typen zu ihm nach Hause gehen. Genau, da endet das mit ja. Mit Pumpguns und so weiter. Und das sind die jetzt hier rumliegen. Und er sagt ja auch zu ihr, ich sollte ja überprüfen, ob er vielleicht mit der Cavalry zusammenarbeitet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht tut. Denn hier sind ein paar von ihnen und die sind alle ziemlich tot. Und ob er sicher ist, dass das Seventh Cavalry-Leute sind, dann sagt er ja, die haben alle Rorschach-Masken auf, außer einer. Aber den kannte ich jetzt auch nicht. Ja. Kam vielleicht schon mal vor. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass Wade einfach eine Maske mitgenommen hat. Ah, das kann natürlich. Ah, clever, da habe ich gar nicht dran gedacht. Deswegen dass hat er keine die Maske Leute auf. Gemischt hat. Yes. Das heißt, der ist irgendwo jetzt bei den anderen vielleicht. Der weiß nämlich, wo die wohnen.
und hat sich da jetzt eingeschleust. Das könnte sein. Hat jetzt einfach die Rorschach-Maske über seine Silbermaske gezogen. Oder drunter. Also drüber ist ja tatsächlich gar nicht so unrealistisch, weil er muss ja trotzdem sicher bleiben vor den, vor den Squid-Strahlen. Ja, oder was auch er immer. Setzt dann danach noch die Kappe auf zusätzlich. Ganz unauffällig. Genau. So, jetzt habt ihr aber so viel von sie und er gesprochen. Jetzt wollen wir zuerst nochmal gucken, wie die denn heißen. Wer ist er? Genau. Sie? Bin mir auch unsicher. Also die Namen hat Ben ja vorhin genannt. Also das ist Agent Keen und Agent Crawford. Das ist doch nicht Crawford. Crawford ist doch der Judd, der tot ist, und seine Frau, die heißt Ach doch nee, Crawford. Ach nee, stimmt, das ist seine Frau. Genau. Verdammt, jetzt bin ich auch, hab ich's auch vergessen. Verdammt, wie heißt sie denn nochmal? Blake. Blake, genau. Lori Blake. Diese Blake. Oh Gott, das kann sich keiner, da kann keiner folgen. Und wer ist der andere? Welcher andere? Petey. Ihr junger Assistent, den sie mitgenommen hat. Petey. Pete? Petey? Irgendwas mit P. Pete. Oder? Pete, ja. Kann man seinen Namen auch Vielleicht. Nicht merken. Der Dünne halt. Und der soll jetzt in dieser Leichenhalle sozusagen warten. Das wird ihm bestimmt auch Spaß machen, da alleine zu warten. Denn die kommt ja jetzt auch nicht. Die sagt, sie hat erst noch was anderes zu tun. Ja, also weil sie hat das Blubber von Angela, während sie in den Erinnerungen ihres Großvaters war, hat sie schlauerweise aufgezeichnet. Stimmt. Und hat darüber jetzt eben rausgefunden, oder man kann es glauben oder nicht, das erzählt sie jetzt ja der Ehefrau von Crawford, dass nämlich Will? Ja, genau. Will ist ihr Großvater, richtig? Genau, Angelas Großvater Will. Dass der nämlich hier Hooded Justice war und dass er seit den 40ern Cyclops verfolgt und dass er dachte, dass der Chief da dazugehört hat. Ganz schön verrückte Geschichte, ne? Mhm. Da crazy. Aber was ich da erst zum, also welchen Gedankengang ich gar nicht hatte, dass jetzt wirklich die Seventh Cavalry sozusagen das gleiche ist wie Cyclops. Ja. Die gleiche Organisation. Einfach. Die Nachfolgeorganisation. Meta statt Facebook. Genau. Auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, aber das schließt sie ja auch daraus. Ja. Genau. Und ja, die Frau vom Chief, also die Witwe vom Chief, ist da ganz verdutzt, kann sich das gar nicht vorstellen. Und dann kramt sie nach einer Fernbedienung. Nach einer echt alten Fernbedienung. Ja. Richtig dick mit so großen Knöpfen drauf. Und drückt einfach drauf. Ach, shit. Funktioniert. Es passiert nichts. Warum steht da Wilson drauf auf dieser Fernbedienung? Finde ich auch so. Das ist also der typische Butler-Name. Ich dachte Wilson. Erst, das ist jetzt so ein Mind-Control-Device. Ja. Mhm. Okay. Und es funktioniert nicht. Aber dann ist es ja gar nicht so spektakulär. Also es ist immer noch ein bisschen spektakulär, aber nicht so spektakulär. Ich fand's aber es ist mehr lustig als spektakulär. Genau, ja. Ja. Weil die Agent Blake guckt dann auch noch so und sagt, was machst du da eigentlich gerade? Und in dem Moment funktioniert dann anscheinend die Fernbedienung und der Sessel, auf dem Agent Blake im Wohnzimmer sitzt, klappt nach unten mit einer Falltür und verschwindet im Keller. Also ja, erst beim zweiten Mal. So beim halb. Ersten Mal bleibt sie irgendwie hängen oder genau, so. Genau, hängt sie so ein Stück nach hinten einfach nur. Ja, es ist alles richtig alt und wohl schon lange nicht mehr benutzt. Und es ist hätte auch in Austin Powers so vorkommen können, als Bond-Parodie. In einem Masterminds Lair. Sehr schön. Ja, und danach ist auch Ruhe von Agent Blake, da kommt nichts mehr von unten. Und Frau Crawford ruft dann direkt bei dem Senator an, gell? Genau. Und, der heißt nämlich Keen, das ist der Senator. Der heißt Keen, okay. Ja. Und fragt, ob sie töten soll, oder? Ja. Ja, und so ganz, ganz beiläufig auch. Und dann wissen wir, die beiden sind dann wohl doch nicht so gut, wie man dachte. Ja, vom Senator wussten wir das ja. Da haben wir ja vorher schon gesehen, als der Looking Glass interviewt hat. Das ist richtig. Ich muss auch sagen, wen ich meine mit die beiden, also die beiden Crawfords. Den, der Chief und seine Frau. Eigentlich wissen wir es ja nur von ihr.
Also er könnte ja immer noch völlig unschuldig sein. Ja, vielleicht einfach nur ihre netter Kutte Typ gewesen. Gewinnt. Ja, genau, und er hat mit allem überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Das stimmt natürlich. Aber jetzt passt das ja schon nicht mehr so zu dem Gespräch, was Keen, also zu dem, was Keen uns erzählt hat. Macht doch nicht gleich alles kaputt? Dann hat sie ihren Mann vielleicht nur geheiratet wegen seiner Legacy. Wegen seiner langen Kutte. Ja. Verstehst? Okay. Kutte, ja. Ja, es ist eine gute Frage, ob er noch dazugehörte oder auch nicht, aber das haben wir zumindest jetzt nicht rausbekommen. Hm. Stimmt. Also ich habe ihn jetzt sozusagen sofort verurteilt, weil. So bist du. Ja. Ist jetzt am Ende, ist jetzt aber am Ende auch nicht so entscheidend, weil er wird auf jeden Fall an der Vollendung des Plans nicht mehr mitwirken. Richtig. Das wissen wir nicht. Okay, es ist unwahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist er ja auch geklont, das ist ja durchaus möglich. Das soll es in dieser Serie schon mal gegeben haben, ja. Mhm. Keen sagt dann aber, sie soll sie nicht töten. Korrekt. Kam dann direkt die Szene unten bei denen? Nee, ne, das kam, nee. Da kam noch was dazwischen. Ne? Weil wir gerade von Klonen sprechen, da kam jetzt, glaube ich, das Gespräch von Angela an ihrem Krankenbett wieder mit der Tochter von Lady Drew. Es kommt da irgendwo noch, ja, dazwischen. Die so einen komischen, die so einen Psychotest mit ihr irgendwie macht. Für ihre, weiß was ich, Doktorarbeit oder was auch immer sie da schreibt. Sie sagt, genau. Und das Witzige daran ist, am Anfang macht ja Angela so ein bisschen mit, ganz kurz, und sagt, sie erkennt irgendwie das Gleiche auf den Bildern. Was hat das eigentlich mit ihrer Behandlung zu tun? Und sagt sie, gar nichts. Aber es hilft mir bei meiner Dissertation. Ja, und dann triggert irgendwie eine Sache, die sie sagt, wie so Erinnerungen. Also ich finde sie aber nicht irgendwie bösartig oder respektlos. Nö. Nee, aber ein bisschen weird. Kleine. Ja. Ja, natürlich, es ist ein Kind. Das gerade irgendwie für seine Doktorarbeit, schreibt. Ja, genau. Also, die ist also die ganze Zeit weird. Die ist nicht wie ein Kind sein sollte. Genau. Aber man kann ja nicht, aber sie ist nicht creepy so, sondern sie ist halt irgendwie zu erwachsen. Ein bisschen was Creepiges. Nur lieb. Ja, war vielleicht nicht gut ausgedrückt, aber halt nicht bösartig. Okay, sie ist doch creepy, aber. Ja, es ist schon ein bisschen verstörend, wie sie. Ein Kind, was erwachsener ist als du selbst, das ist schon. Das macht schon ein bisschen Angst, so, es verunsichert. Ja, aber als sie dann Angela ja wieder zurückholt, erzählt sie ihr auch von ihren eigenen Träumen. Sie träumt ja auch manchmal Träume, die sehr real erscheinen, und da ist sie eine alte Frau drin. Eben jene Träume, mit denen sie mal zu ihrer Mutter gegangen ist. Und die Mutter sagt, ja, du gehst jetzt einfach auch wieder ins Bett. Wir träumen weiter. Genau, da fanden wir die ja auch schon so ein bisschen creepy. Und davor dachte ich nämlich, es wäre ihre Assistentin. Erst da habe ich gerafft, dass es die Tochter ist. Und ich finde, so ein paar von den Fragen, die sie herstellt, sind ja auch tatsächlich gar nicht so doof. Also wie da, wo Angela meint, ja, ich muss das und das machen, um meine Kinder zu beschützen, wo sie dann fragt, ja, aber wie wär's denn mit einfach kein Polizist sein, wenn es so wichtig ist, dass deine Kinder, in Sicherheit sind. Ist ja eine legitime Frage. Mhm. Also kann man schon irgendwie sagen, so, okay, aber dann stehen deine Kinder wohl aber nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Mhm. Weil du könntest ja einfach gehen. Ich überlege gerade, aber genau, also es war eigentlich das Hauptgespräch, was dann, diese Frage gemeldet hat. Blendet es wieder über nach Vietnam. Genau, und da sehen wir ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ist oder auch schon vorher war, das wird ab und zu mal so eingestreut, sehen wir ja auch, dass dann Angela in einem Kinderheim ist, weil sie ihre Eltern verloren hat. Und sie wird da auch nicht so richtig gut behandelt, vielleicht auch, weil sie nicht eine von denen ist sozusagen, sondern sozusagen hier der. Ja, oder vielleicht eher einfach, weil es so ein Waisenhaus ist und sich niemand für die Kinder interessiert. Weil die müssen da ja auch so Sachen bauen, die bestimmt verkauft werden. Hm. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Waisenhaus hauptsächlich um die Kinder geht. Ja, genau. Aber was man da nochmal rausheben kann, welche Szene, es gibt ja die eine Szene, wo
sie von zwei Polizisten rausgebeten wird und dann soll sie den Attentäter identifizieren, was sie auch macht, und der wird dann direkt erschossen. Ja. Und sie sagt, kann ich zusehen? Zuhören, dachte ich. Nee, zuhören, ja. Zuhören. Zuhören, ja, ja, genau. Genau. Und dann kriegt sie... Ob der denkt, dass er noch verhört wird oder so, dachte ich da. Nee, ich glaube, sie wusste schon, dass der jetzt erschossen wird, oder? Hatte ich das Gefühl. Da wollte sie zuhören. Ich weiß nicht, ob sie das wusste, aber zumindest, dass er einer aufs Maul bekommt, davon ist sie, glaube ich, ausgegangen. Ja, genau. Ja. Also, weil man hätte ihn ja vielleicht schon ein bisschen verhören können. Ein bisschen verhören mit dem Stock. Aber dann bekommt sie eine Marke geschenkt von der Polizistin. Einfach so. Auf diese Frage, ob sie zuhören darf. Und die behält sie dann auch. Wenn sie groß ist, soll sie sie mal aufsuchen. Genau. Und seitdem will sie Polizistin werden. Das war dann so die Reaktion, dass sie Polizistin ist. Dann können wir vielleicht die andere Szene auch noch besprechen. Oder mit ihrer Großmutter, mit ihrer, doch, Großmutter? Ja, doch, Großmutter, genau. Ja. Denn genau, die sie ja dann aus dem Waisenhaus rausholt. Weil sie ja anscheinend aus Tulsa extra dahin geflogen ist. Weil sie hat ja versucht, Kontakt mit ihrem Sohn, also mit dem Vater von Angela, Kontakt aufzunehmen. Aber hat dann von der Army eben die Information etwas lieblos bekommen, dass ihr Sohn ja tot ist. Und dann hat sie sich selbst auf die Suche gemacht. Genau. Und holt sie eben aus dem Waisenhaus raus. Und auf dem Weg zum Flughafen, gehe ich mal von aus, wollen die beiden in ein Taxi steigen und ja, Oma fällt um. Ja, sie hat ja, vorher waren die ja essen und da hat sie ihr erzählt, dass sie einen Herzinfarkt hatte, aber war schon nur ein ganz kleiner. Ja, mir geht's und, gut. Und während dieses Essens hat sie eben ihr auch erzählt, oder die Polizeimarke gezeigt und ne, dass sie, wenn sie groß wird, wird sie Polizistin. Und die Oma sagt, natürlich wirst du das. Ne? Eben wie ihr Großvater. Und zeigt ja auch das Video von dem Maskierten. Von Lady Nun. Wie hieß sie? Sister Knight. Sister Knight, ja. Sister Knight. Und sie ist ja dann, genau. Lady. The Nun with the motherfucking gun. Ist das eigentlich ein echter Film? Oder war das fake? Auch keine Ahnung, aber es klingt, als könnte es so irgendwie in den 70ern rausgekommen sein. Ja. Und da erklärt sie ja auch, dass ihr Vater als Kind, als er in ihrem Alter war, eine sehr einschüchternde Situation, Erlebnis hatte mit einem Maskierten und von daher ihr immer gesagt hat, vertraue nie jemanden mit einer Maske. Ja, genau. Und das war letztendlich, ja, das sieht man auch noch in der Rückblende nochmal, das ist ja der Junge aus der letzten Folge, ihr Vater, der dann mit William, heißt der William? Oh Gott. Will, ja. Will. Der mit seinem Vater da gestritten hat, weil er sich dann auch maskieren wollte und das hat ja dann Hooded Justice nicht mehr aushalten können und daraufhin gab es ja dann diese Szene und die Großmutter, also Mutter von dem Jungen, Großmutter von Angela, ist mit ihr dann abgehauen, zurück nach Tulsa. Ja, aber war jetzt ein kurzes Gastspiel und ich glaube, es ging nur darum, dass wir sehen, dass Angela ihre Großmutter nochmal kennengelernt hat. Ja, weil so die Verbindung gehört hat. Genau, so die Verbindung hergestellt wurde, warum sie überhaupt irgendwann in Tulsa gelandet. Genau. Ja. Mhm. Hat nämlich gedacht, ach, die ist doch da als Kind nach Tulsa gekommen. Ach, doch nicht. Hat sie schön mit der Oma Ja, sie hat echt kein Glück, was Familie angeht, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Nee. Das war auch, glaube ich, so die letzte Szene in ihrer Vergangenheit. Mhm. Dann kommt, glaube ich, diese Szene, wenn wir dann bei den bei der 7th Cavalry sitzen. Und da ist dann Angela. Ach Gott, was ist das denn heute mit den Namen? Agent Blake. Da ist dann Agent Blake auf einen Stuhl gefesselt. Und der sehr erfreute Senator kommt zu ihr. Und erklärt ihr alles. Und sie reagiert sehr genervt. Ja, das wollte ich sagen. Ja, total. Die hat wieder so voll diesen Moment, komm, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Scheiß. Ja, bitte zieh nicht diese James-Bond-Superschurken-Nummer jetzt mit mir ab. Ich will es echt nicht hören. Erzähl mir nicht deinen ganzen Plan. Willst du, dass ich frage, wofür das oder das gebraucht wird? Okay, aber weil mir ist es scheißegal. Und ich meine, wenn er da wirklich anfängt zu sagen...
Es ist heutzutage schwer, ein weißer Mann in. Da habe ich auch noch. Ja. 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 Da schnaubt sie aber auch. Ja, weil das ja auch so Güte, einleitet. Wir sind nämlich gar nicht die Bösen. Und dann, dann denkt man ja, jetzt kommt doch nochmal so eine voll die Wendung und dann, es ist nämlich heutzutage schwer. Sind die Unterdrückten. Ja. 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 Der trägt bestimmt auch keine Maske, wenn er nicht muss. Aber ich finde die Idee total cool, dass da jetzt irgendwo Looking Glass im Hintergrund steht und rumläuft. Genau. Und irgendwann losschlägt. Mal sehen. Ja. Ja. Und da fahren wir dann nochmal den Plan. Denn sie wollen den blauen Mann fangen. Und kennst du auch von ihm den Namen nicht? Dr. Manhattan. Ich, ja, aber ich glaube, er sagt sogar der blaue Mann. Echt? Okay. Ja. Er sagt ja weißen Männer, aber es ist schwierig, ein weißer Mann in den USA zu sein. Why don't drop in a blue one? Ah, genau. Ja. Und dann sagt er, dass ihr Plan ist, den weißen Mann. Ach, den weißen Mann. Den weißen. Deswegen sagt man das nicht. Genau. Dr. Manhattan zu fangen, weil der ist nämlich in Tulsa. Er wandelt unter uns, so sagt er auch noch. Er ist in Tulsa und nicht auf dem Mars. Echt, das sagt er schon? Dachte ich. Millionärin. Ah, verdammt. Ja. Angela findet ja irgendwann heraus, dass anscheinend nicht ihr Vater ist, der. Ja, genau. Das kommt nämlich jetzt direkt im Anschluss an diese Szene. Das fand ich auch so lustig. Dass Lady True ihre Ansprache hält an die ganzen Angestellten da halt, weil bald geht's ja los mit der Millennium Clock. Und da steht sie ja dann auf und will ihren Vater endlich zur Rede stellen. Vor allem diese Ansprache, habe ich innerlich gekotzt. Mit 15 habe ich vom MIT promoviert. Mit 19 habe ich es gekauft. Mit 24 habe ich die Medizin, die Energie und die Nano, was auch immer, revolutioniert. Alles revolutioniert. Alles. Ich, boah. Aber immerhin, sie erzählt auch von ihren Fehlschlägen. Der größte war Nostalgia. Hier Nostalgia, ja. Aber eine sehr erfolgreiche Droge, naja, ja, kann man jetzt als Fehlschlag interpretieren. Stimmt. Ja. Und die dann teuer verkauft. Und in der Zwischenzeit, erst guckt so Angela so ein bisschen zu, sie ist einfach aus ihrem Zimmer raus, hat immer noch dieses Kabel am Arm und kann dem ja einfach folgen, weil sie hat ja das Kabel am Arm. Und am Anfang geht sie dann so zu so einer Tür, die einen Handabdrucksensor hat, aber dann wird das Licht rot, wenn sie da drauf drückt. Und da musste ich zum ersten Mal lachen, weil offensichtlich geht die Tür einfach auf, wenn man dieses Licht kaputt haut. Ja. Ja, ist das nicht immer so bei solchen Schaltern? Ja. Irgendwie muss man dann auch wieder reinkommen, wenn man die Hand vergisst, die man braucht. Du kannst sie, wenn die offen ist, kannst du die Tür nämlich so schließen, indem du den Mechanismus schießt oder einen Stein drauf wirft. Ja, verstehe. Ja. Hat doch Luke Skywalker auch gemacht bei dem Renko. Ja. In Computerspielen braucht man das auf jeden Fall ganz dringend. Genau. Und dann hast du direkt nochmal gelacht. Da habe ich direkt nochmal gelacht, als ich Will gesehen habe auf der anderen Seite der Tür. Und zwar habe ich nicht mal gelacht, weil da einfach ein fucking Elefant lag, sondern weil ja deswegen da ein Elefant lag, weil Elefanten ja so ein gutes Gedächtnis haben. Wie alle. Elefanten vergessen nie, da musste ich auch so lachen. Aber ich fand auch ihre Reaktion, weil die da gar nichts krass gemacht haben, sondern sie einfach nur sagt, what the fuck? und reißt sich halt die Sachen raus. Und wie man das im Film ja auch immer so tut, indem man sich einfach die Nadel aus dem Arm reißt. Genau. Ach, ja. Quer. Die haben ja so ein fortschrittliches Ding, das war ja eher nur so ein Armband. Weil die ja von vertikal in den Arm reingestochen ist. Ja, genau, die kannst du einfach so locker rausziehen, kein Problem. Nach oben hinweg. Eben, genau, das meine ich, orthogonal zum Arm. Das mit dem Elefant, ich habe es erst nicht gerafft, bis die Kamera dann weit genug rausgezoomt war. Ich finde das so einen großartigen Moment. Ja. Da in diesen Raum reinkommt und dann liegt da ein. Da liegt ein Elefant und schnarcht. Hab ich gefragt, ob das CGI war, weil die haben doch bestimmt keinen echten Elefant da. CGI-Fund. Elefant war CGI-Fund, auf jeden Fall. Ja, das hat man gesehen. Oder eine Puppe. Ich hab's nicht gesehen. Ich fand's gut. Dann guck nochmal. Ja. Muss ja eh nochmal gucken, weil ich ja das Dings eben gar nicht gesehen habe. Das ist egal.
dass die Seventh Cavalry noch nicht von davon spricht, dass er unter ihnen weilt. Das sagt nämlich gleich erst Lady Two, das stimmt. Ja, und dann kommt, da hat sie, glaube ich, den letzten Flashback, wenn sie das dann rauszieht, gell? Aber das haben wir jetzt, glaube ich, schon erzählt. Ja, darüber haben wir ja schon geredet. Genau. Ja. Dann läuft sie ja weiter in den geheimen Sie den drückt geheimen Aufzug erstmal. Der auf Level 0 ist. Genau. Da, wo das Erdgeschoss eigentlich ist. Ja, deswegen drückt sie ja auch da drauf, weil sie raus will. Sie will ja gar nicht in den geheimen Raum. In den Empfangsraum. Also wo ja, wir keine Gäste empfangen würden, sondern alle Signale von der Welt. Genau. Ja, mit dieser Erdkugel, die mich, weil ich das erst kürzlich gesehen habe, hier The Billion Dollar Code auf Netflix, erinnert hat an dieses auch so eine Kugel der Welt, mit der man Terravision steuern konnte. Okay. Ach, da von diesem Startup, wo Google Earth geklaut haben soll. Ja, genau. Ja, ah, ja. Okay. Ja, genau. Und hier kann man anscheinend einfach diese ganzen Telefonboxen, mit denen man Dr. Manhattan anrufen kann. Ich hatte die wohl alle Lady True. Und sie sammelt die ganzen Aufzeichnungen. Warum? Habe ich nicht so richtig verstanden. Das ist ja egal. Es geht ja nur darum, dass visualisiert wird, dass gar nicht Dr. Manhattan angerufen wird aus diesen Phone-Booths. Das ist ja der einzige Grund, warum man das jetzt hier sieht. Es macht natürlich keinen Sinn, dass sie das sammelt. Ja. Aber ist ja auch logisch, weil sie ist ja gar nicht Dr. Manhattan Fanboy, Fangirl. Ja. Naja, ich meine, es gibt auch Leute, die beantworten Briefe an den Weihnachtsmann. Also vielleicht hat sie ja irgendwas. Ja, also ich meine natürlich seine Elfen, wenn er gerade keine Zeit hat. Ah, okay, gut. Na, ich habe kurz so ein bisschen gedacht, wie bei Ex Machina, dass die ganzen Informationen ja aus Blue Book gesammelt werden. Und so könnte man ja hier auch sagen, dass sie da sozusagen Informationen sammelt von allen Leuten. Na gut, ja, vielleicht konnte sie es ja irgendwie für ihre Millennium Clock verarbeiten. Ja, das wissen wir ja noch nicht, was da passiert. Außer du. Aber vielleicht ist es auch wirklich nur für den Zuschauer, damit wir sehen, die ganzen Anrufe gehen eben nicht an Dr. Manhattan. Wie ich schon vermutet hatte. Ja, du hast das zentrale Geheimnis der Serie gelüftet. Alles nur Fake. Die Telefonate an Dr. Manhattan sind gar nicht an den Mars weitergeleitet worden. Ja. Genau. Damit erklärt sich die gesamte. Deswegen wurde das ja auch nach Tulsa weitergeleitet, alles. Ja, genau. Denn wir erfahren ja in der Szene auch, dass Dr. Manhattan gar nicht auf dem Mars ist. Warum sollte es auch dann dahin weitergeleitet werden? Ja, er kommt nämlich tatsächlich doch einmal die Woche hier in diesen Raum und hört sich die Telefone und beantwortet alle Anfragen. Damn. Wie in Bruce Almighty, wo er einfach eine Autoresponse sendet. Und dann werden alle Gebete erhört. Ah, das ist ja Betrug. Ja, glaubst du nicht, dass Gott ein Betrüger ist? Ja, doch. Genauso ein Betrug wie auch die Squids, die jetzt immer noch regnen. Das denkst du. Habt ihr diese kleine Feinheit gesehen, dass als sie zusammen essen, die Lady True und Angela, dass da so kleine Squids auf Eis liegen? Nee. Ja. Nee, habe ich nicht direkt gesehen. Direkt im Vordergrund, ja. Aber die waren echt. Garantiert, ja. Ja, die haben sich noch bewegt, nein. Was vielleicht noch sagen kann, man hat ja am Anfang auch aus allen möglichen Orten der Welt, macht ja auch Sinn bei einer Weltkugel, Anrufe gehört, also ist kein amerikanisches Phänomen. Es ist halt Anrufe. Ja. Diese Phone-Boxen gibt es überall. Gott von der ganzen Welt aus anrufen. Gott. Er ist international tätig. Ist Dr. Manhattan halt. Ja, okay. Ja. Deswegen ja auch der Titel der Folge. Ah. Ja, und da, genau, ich weiß nicht, Lady True erklärt jetzt an der Stelle ja so ein bisschen, wofür ihre Millennium Clock ist, aber auch nicht so richtig. Nee. Also halt um die Menschheit zu retten. Nicht nur, was sie verhindern soll, aber nicht wie. Ja, genau. Und sie weiß irgendwie über die Seventh Cavalry Bescheid. Und also über Will. Und sie will das irgendwie verhindern, weil niemand will ja, sehr viel dass, will. Dass die Nazis gottgleiche Kräfte kriegen. Genau. Also sie weiß von dem Plan von der Seventh Cavalry und will ihn verhindern und sagt, deswegen stimmt das auch, dass ich die Welt rette. Ja. Und du hast recht, wir erfahren natürlich gar nicht, was genau ihr Plan ist, aber letztendlich
ist es sozusagen, wir haben eben erfahren, was die vorhaben und jetzt erfahren wir, dass die eben dagegen arbeiten. Ja. Wussten ja, wir vorher auch schon. Keinem von beiden, wie genau sie das jetzt machen. Genau. Aber schon konkret jetzt. Das sind ja nur Detailfragen. Genau. Was sie machen wollen, wissen wir jetzt. Ja, das ist ja dann wieder, das ist wie erklären, wie Nostalgia im Gehirn funktioniert. Das ist nicht so wichtig. Das brauchen wir nicht, genau. Und nachdem sie gesagt hat, ja? Ja. Nein, mach ruhig. Ich wollte sagen, nachdem sie gesagt hat, Dr. Manhattan wandelt unter uns in Tulsa, geht ja Angela einfach raus und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich gehe jetzt. Und wenn sie ein paar Schritte gegangen ist, sagt sie nochmal, du hast mich gar nicht gefragt, wer es ist. Und da geht, glaube ich, Angela einfach weiter, oder? Ja, genau. Sie sagt doch nichts mehr. Und das sie guckt einmal so hin und geht einfach. Ja. Genau, und ich glaube, das sollte nochmal zeigen, dass Lady Drew auch weiß, wer Dr. Manhattan ist. Oder zumindest, dass sie weiß, dass Angela es weiß. Dass Angela es weiß, ja. Alle wissen es, nur wir nicht. Genau. Ja, oder sie weiß nur das, aber nicht wer. Ja, also sie weiß vielleicht nur, dass Angela sie weiß. Das. Ach so, das kann natürlich auch sein, dass sie gehofft hat, dass Angela es ihr sagt. Mhm. Ja, ja, dass sie sie zu ihm führt. Mhm. Tut sie ja vielleicht jetzt auch. Ja. Ich glaube ja nicht, dass sie sie einfach gehen lässt, ohne sie beobachten zu lassen. Übrigens, kurzer Szenenwechsel, Pete sitzt immer noch neben den Leichen im Bunker. Wartet. Und stupft immer so mit so einem Stift an, um mit ihm zu spielen. Wann kommt sie denn endlich? Sehr gut. Ja, und dann gibt es mal wieder eine Szene mit Red Scare. Ich freue mich immer, wenn der einen kurzen Auftritt hat. Ja. Und die andere, Pirate Jenny oder Pirate Jenny. Doch, ich glaube Pirate Jenny. Ja, Pirate Jenny. Ja, die postiert sind da draußen, um Angela dann festzunehmen, weil, warum eigentlich? Ja, weil sie ja in Haft war. Ach so, ja stimmt, genau, damit ging das ja eigentlich alles los. Genau. Sie war, ist er verhaftet worden, ja. Und also, gerade Red Scare ist irgendwie richtig, richtig schlecht gelaunt. Also, vorher diese, ich mag ihn einfach. Die unterhalten sich doch irgendwann auch drüber. So, wie kann es denn sein, dass du eigentlich die ganze Zeit am Fressen bist? Du bist immer hungrig. Bad Metabolism. Ja. Ja. Ja, guter Typ. Genau, er bleibt im Auto sitzen und Pirate Jenny. Ach, ja, genau. Und Jenny verhandelt ja irgendwie mit Angela. So, bitte komm doch mit, wir wollen dir nicht wehtun. Und Angela will es aber gar nicht hören, sagt, hier, mach Platz, ihr habt Wichtigeres zu tun. Und rammt dann einfach das Auto mit Red Scare. Rammt einfach, ja. Fucking bitch. Genau. Und dann kommen wir zu Hause an schon, oder? Kommt sonst nichts mehr in der Folge, glaube ich. Oder sieht man nochmal die Seventh Cavalry? Nö. Nö. Man sieht auch nicht mehr den Agent Pete, wie er neben den Leichen sitzt. Ach so, was wir noch vergessen haben, ist der Jeremy Irons Part wieder. Den ja, aber den dachte, den Ende machen wir ganz am Ende. Ja, genau. Ich wollte nur kurz sagen, weil das hat ja auch den besten Witz der Folge. Ja, ja, klar. Aber ich wollte nur kurz sagen, das kommt ja nicht am Ende, sondern das kommt ja, während sie noch im Krankenbett liegt, oder? Weil dann sieht man doch ihre Augen so, die so, das zoomt so in die Szene rein. Kirchenfenster. Der Schnitt wird zu Kirchenfenstern, die in ihren Augen sind, genau. Ja. Aber dazu später mehr. Jetzt kommt sie auf jeden Fall nach Hause und ihr Mann ist eingeschlafen auf der Couch, glaube ich, und wird wach, weil er Geräusche in der Küche hört und schaut danach, was da in seinem Haus so abgeht. Und er findet sie ja dann, wie sie die Küchenschränke durchwühlt, auf der Suche nach, wie sich rausstellt, einem Hammer. Ja, und zwar diese Art von Hammer. Zimmermannshammer. Ja, genau. Ja. Diese beiden Zähne haben auf der einen Seite. Genau. Ja, dem, wie heißt noch der Film hier mit Joaquin Phoenix? Der Zimmermann. Joker. Okay. Da spielt er auch so ein Veteran und der eigentlich die ganze Zeit mit dem Hammer rumläuft. Ach so, ja klar. Klauenhammer nennen sich die Dinger tatsächlich. Ja, ja, ja. Zimmermannshammer. Den habe ich ja gesehen. Du weißt, welchen ich meine. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ein ganz guter Film. Das war ein ganz guter, schlechte Laune-Film, ja. Ja.
Das kennen wir nicht. Schlechte Laune. Schlechte, you were never really here. So ja, war der. Genau. Ja. Richtig. Ja. Aber die heißen auch Zimmermannshammer. Clownhammer. Ja. Genau, auf jeden Fall. Der Witz daran ist, dass da so Spitzen an der Seite sind, weil damit zieht man ja die Nägel aus dem Dach. Genau. Hebelt man die Nägel raus. Ja. Ja, und ja, und nebenbei erklärt sie ihm ja so, ja, oh, du bist die große Liebe meines Lebens und alles, super Typ und tja, aber es war zu schön, um wahr zu sein, es muss halt irgendwann zu Ende gehen. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ich muss jetzt diesen Hammer applizieren. Applizieren. Und sie appliziert ihn einmal, zweimal. Benutze Hammer mit Kopf. Ja, und dann holt sie ihm irgendwas aus dem Kopf. Und er tut mir wirklich voll leid. Ja. Also, weil ich finde, also allein der Typ durch die Serie durch, ja, genau. Ich finde, der hat keine einzige Szene, wo man sich nicht denkt, ja, geiler Typ, mit dem wäre ich auch gerne verheiratet. Also, der ist super, super relaxed, aufmerksam und steht genau hinter seinem Partner. Ja. Ja, immer. Und hier, also genauso das, was er dann auch sagt, so, ah, Baby, vielleicht sind irgendwie die Sachen, die da in den Körper gejagt haben, vielleicht hat das was Komisches mit einem, also ich weiß nicht, ob wir das so machen sollten. Vielleicht solltest du nicht mit dem Hammer auf meinen Kopf einschlagen. Atme doch noch mal kurz durch. Ja, aber macht sie ja natürlich. Ja, sie sagt dann noch vorher, das ist deine Entscheidung gewesen oder so irgendwas. Ja, wir haben darüber genau das alles abgesprochen, was jetzt passiert. Ich glaube nicht, dass ihn das beruhigt, aber nee. Das war, ja, genau, war alles der Plan, dass sie ihm dann dieses Loch in die Stirn hämmert und so ein Ding sie rausholt. Ja, sie nennt ihn ja dann auch John, während sie mit ihm redet. Stimmt, ja. Stimmt, genau, das sagt John er ja noch, ich heiße gar nicht. Osterman. Genau, ich oder wie bin heißt gar er nicht John. Ich vergessen, wie der Nachname ist. Irgendwas mit O. Ozymandias? Nee, das ist der. Sie sagen es ja, ganz am Anfang von der Folge wird der Name genannt. Ja, der John Doe. Ach Gott, der Uhrenmachername. Weil sein Vater war ja der Uhrenmacher. Ja. Und sie holt auf jeden Fall so einen Osterman. Osterman. Ja, ah, Osterman, ja. Fällt mir gerade auf. Kann mir Namen ja gut merken. Sein Vater Uhrenmacher ist und er durch die Uhr zu Dr. Manhattan wurde. Hm. Auch nett. Durch die Blume quasi. Hm. Nein, durch die Uhr. Wisst ihr, was dieses Ding ist, was sie da rausholt? Ich dachte, sie holt die Polizeimarke da raus, die sie, wow, die sie in Vietnam bekommen hat. Wow. All durch das kleine Loch. Ja, anscheinend so irgendwas, was ich schätze mal Dr. Manhattan selber entwickelt ach hat. Ach doch, der hätte ich ja mal früher. Nein, das Ding, was er auf das der Stirn hat, das ist Dr. Manhattan, glaube ich. Ja, aber das habe ich mich halt auch die ganze Zeit gefragt, ne? Diese Cyclops-Typen, haben die sich so das Auge, dieses Auge oder so, dieses Symbol nach Dr. Manhattan designt? Oder hat der da was zu tun? Gab's da noch nicht. Cyclops ist ja älter als Dr. Manhattan. Stimmt. Ah, ja, okay. Aber hat er sich das danach ausgedacht? Ich hatte das auch so verstanden wie Ben, dass der sozusagen da drin enthalten ist, oder wie, dass der hat ja auch angefangen, dann blau zu leuchten, nachdem sie es rausgeholt hat. Genau. Ja, ich dachte, es wäre so eine Art Inhibitor, dass er halt zum Mensch wird. Und wenn das entfernt wird, dann wird er wieder blau und leuchtend. Weil sie hat das Ding ja noch in der Hand. Aber er hat jetzt ein Loch im Kopf. Ja, ich glaube, Dr. Manhattan kann das schnell wieder zumachen. Ja, aber ich habe auch gerade noch mal gecheckt, in Google nach Dr. Manhattan gegoogelt und der hat tatsächlich so ein Ding auf der Stirn. Schon, ja. Ja, 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 okay, ich habe jetzt nämlich auf die Schnelle nichts gefunden. Und das sieht ja auch ähnlich wie die Außenumrandung von diesem Cyclops-Zeichen. Hm. Das haben die ja auch groß an der Wand. Vielleicht hat er sich ja daran orientiert. Ich habe es einen falschen Channel gepostet, oh Gott. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Backe, oh nein, Tim. Das war's. Shit. Ja, genau, dann fängt er an, blau zu leuchten. Und das war's dann. Das war's dann, genau, mehr sieht man nicht mehr. Also sie sagt noch so, wir haben irgendwie, wir haben Schwierigkeiten. Zeit für deinen Auftritt und dann und jetzt Schwarzblende.
Jetzt die große Frage, ob sie genau das macht, was die siebte Kavallerie Lady True wollte. Ja, weiß ich nicht, ob sie die siebte Kavallerie eigentlich wollte. Aber ja, weil die ist ja bei denen vor der Tür. Also echt? Ein Typ mit Rorschachmaske. Hat man das gesehen? Ja, der ist im Auto bei ihr vor der Tür. Ja. Und, stimmt, da waren zwei Typen hinten dran, saß noch einer. Genau, die waren in dem Auto vor dem Haus. Hm. Vielleicht ist einer davon ja Wade. Also vielleicht wussten einfach doch alle, wer Dr. Manhattan ist, außer Dr. Manhattan. Vielleicht. Die ganze Welt spielt Truman mit, Show. So aus Höflichkeit. Ach, Heike. Cal. Die alle lachen nur mit Dr. Manhattan. Ja, genau. Geil. Damit der alte Held endlich in Rente gehen kann. Ja, theoretisch wäre die Folge jetzt zu Ende, aber wir haben ja noch Adrian Wade. Stimmt. Und der sitzt jetzt vor Gericht. Seit einem Jahr. 365. Tag. Und wer weiß, wie lange die Tage da sind. Oh ja. Das stimmt, ja. Das stimmt. Echt, war das der 365. Tag vor Gericht? Ja. Okay. Und da kam dann die Abschlussplädoyer. Deswegen ist er auch so geknickt. Der ist ja irgendwie... Ja, ich auch. Ja, der hat einfach wirklich die Schnauze voll. Ja, genau. Der ist ja nicht irgendwie... Eine Frage. Nee, Moment, der ist ja nicht... gleich. Der ist ja nicht irgendwie so desillusioniert, aber man merkt, dass er so extrem müde wirkt. So. Ja. Also, er ist halt auch nur umgeben von Leuten, für die er null Rest... Also denen er nicht mal das Recht auf Existenz zuspricht. Ja. Jetzt Phil, jetzt Ben, Quatsch. Ja, Jan. Ja, die Frage, die ich habe, alles gut. Ja. Wahrscheinlich am Ben, der heißt wie? Ozymandias? Mhm. Kam der in dem Watchmen-Film vor? Ja. Ist das dieser reiche Multi? Ja, Film? Genau. Okay. Der. Auch The Blonde Man genannt. This is America and he looks like shit. Man sieht ja auch gleich nochmal die Statue dann. Da fiel mir jetzt gerade wieder. Sieht wirklich scheiße aus. Auch desillusioniert. Ja, also um nochmal zu unterstreichen, wie viel Respekt er hat vor diesem Gerichtssaal voller Klone. Kriegt er ja irgendwann noch die Gelegenheit, nachdem die Staatsanwältin ihr Plädoyer gehalten hat, seines zu halten. Steht einfach auf und furzt einmal sehr, sehr nachdrücklich. Nachdem er sich geräuspert hat. Ja. Ja. Ach, und Furzwitze. Also, da sind wir dabei. Wird nicht alt. Und sagt dann auch noch, the defense rests, nachdem sie ihre lange Rede gehalten hat und sagt, was heißt Anklage? Ich weiß es nicht. Und er drückt ihn auch wirklich so, solange er kann. Ja, und das empört den Richter. Ach ja, übrigens, das ist ja wieder der Game Warden. Und Game Warden. Ihr habt, also Phil und Benny habt, glaube ich, beim letzten Mal vermutet, der sähe auch so aus wie so ein Klon. Ich bin mir dann nicht so sicher. In der Folge dachte ich das jetzt nicht mehr. Ja, eben, okay. Weil der hat ja auch so einen Zorro-Bart, das haben die Klone ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ja, gut. Also, dann geht das natürlich, da hat Tim natürlich recht. Also, ein Bart könnte man manipulieren. Was? Durch den Einsatz von Zeit. Oder von Kleber. Aber ich dachte mir auch, ja, okay, nein, das Gesicht schießt. Also, das ist schon jemand anderes. Dachte ich auch, ja. Aber apropos Klon, wir haben noch was vergessen, müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber bleiben wir erst nochmal bei Ozymandias. Genau. Der Game Warden hat die Schnauze dann auch voll. Genau. Und hat irgendwie vorbereiten lassen. Hat sowas vielleicht erwartet. Oder dachte, als Finale kommt das eh gut. Lässt die Tür zum Gerichtssaal öffnen und eine Horde von Schweinen kommt rein, weil man soll ja immer von einer Jury of Peers, also von Gleichgestellten, Gleichrangigen verurteilt werden. Genau. Das ist ja dieses komische Juryverfahren. Genau. Ich finde das immer sehr befremdlich.
Oh, das sind halt dann im Fall von Ozymandias ganz offensichtlich Schweine. Ja. Genau, und das, wenn, der hebt dann auch so eins hoch und das quiekt so und das klingt wie Guilty. Oder? Wahrscheinlich drückt er es ganz fies und es tut ihm einfach weh. Vielleicht. Also es ist schon einfach. Ja, und dann fängt der ganze Saal ja aus. Also, Guilty. Shame. Dann jagen sie ihn durch. Nein, Moment. Nein. Aber dann ist fertig, oder? Also. Dann ist fertig. Sieht kein, dann blendet es wieder über in die Statue. Sieht nicht, was Guilty denn jetzt bedeutet. Vielleicht wird er auf die Erde verbannt. Oh nein! Bitte nicht auf die Erde! Oh nein! Da wollte ich ja noch alles hin. Nur nicht das. Er weint sogar aber. Stimmt. Ja. Das fand ich bemerkenswert. Also er weint bestimmt nicht aus irgendeinem offensichtlichen Grund, wie dass er jetzt alles bereut oder so. Aber er weint. Vielleicht, dass die Idioten ihn schuldig sprechen, wo er doch der große Held ist, der alles gerettet hat. Vielleicht deswegen so. Hm. Ich fand, dass die Staatsanwältin unvorhersehbar clever war, oder? Die haben doch sonst nie so viel am Stück reden können, die beiden. Ja, vielleicht ein hat sie Jahr. Einfach vorher einen Text bekommen. Also sie kann doch auch, die können doch, ja, und die können ja Theaterstücke aufführen. Ah, das kann sein. Ja. Mhm. Der Game Warden ist ja also nicht so geistig limitiert. Nee, deswegen liegt ja auch nahe, dass er vielleicht kein Klon ist. Ja. Okay. Was das Urteil bedeutet und ob Ozymandias noch gerettet wird, das erfahren wir wahrscheinlich in den nächsten beiden Folgen, aber nicht mehr hier und heute. Aber, weil ich eben Klone sagte, wir erfahren ja auch noch in einem Gespräch zwischen Angela und Lady Drew, dass tatsächlich ihre Tochter ein Klon ihrer Mutter ist. Ach ja, stimmt. Das stimmt, ja. Wir hatten ja schon mal vermutet in der ersten Folge, wo die Tochter aufgetaucht ist, weil wir die da auch so ein bisschen creepy fanden, ob die vielleicht ein Klon ist, weil es ja da auch um Klone ging, gerade in der Folge. Mhm. Ja, und tatsächlich. Sie bekommt die Erinnerung der Mutter eingeflößt, ja? Genau. Und deswegen hat sie auch diese Flashbacks ab und zu mit dieser alten Frau, an die sie sich erinnert und dass ihr die Beine wehtun oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das weiß. Die Tochter, nee, das kommt nicht raus. Du weißt das nicht. Denke ich auch, ja. Okay, aber das hat jetzt keinen großen Bezug zum Inhalt bisher. Ja, aber es erklärt, warum das genau. Kind so komisch ist. Richtig. Und auch vielleicht, dass Lady True extrem komisch ist. Hm. Ja, Menschen werden einfach komisch, wenn irgendwann, wenn so soziale Kontrolle nicht mehr da ist, weil die auf keine anderen Leute angewiesen sind, dann werden Menschen komisch. Das war's jetzt aber. Will haben wir gar nicht gesehen, obwohl so viel von dem geredet wurde. Looking Glass haben wir auch nicht gesehen. Richtig. Richtig. Okay, jetzt eine andere Maske. Vielleicht haben wir ihn schon gesehen, aber wir wissen es nicht. Also das fand ich eine gute Idee, dass er da die Maske geklaut hat, da bin ich nicht drauf gekommen. Was ich noch so ein bisschen nicht verstehe, dazu wissen wir aber vielleicht auch noch zu wenig, was jetzt wirklich der Plan von Lady True ist. Weil in der ersten Folge, als sie über den Plan gesprochen haben, Lady True und Will, da hat ja schon Will gesagt, am Ende der Folge, in 6 Tagen, wenn unser Plan steigt, dann wird sie mich hassen oder sowas. Also meinte ja Angela. Und ich weiß nicht, ob das einfach darum ging, wenn sie die den Ehemann wegnehmen. Ach so, ja, das kann sein. Ich dachte erst, vielleicht hat er schon geplant, dass sie die Pillen nimmt. Also das hat er bestimmt geplant. Wird ja auch, glaube ich, gesagt, es war nämlich der Sinn, dass sie alle auf einmal nimmt. Ich dachte vielleicht, dass es einfach darum geht, wenn er von seiner Vergangenheit erfährt oder sowas. Aber das kann schon sein, dass es in Richtung Cal ging da, ja. Also, weil die haben sich ja ganz offensichtlich, nach dem, was wir wissen, beide freiwillig dafür entschieden, das Leben so zu leben. Ja. Also, das war jetzt ja nicht so, sie hat Dr. Manhattan irgendwie überlistet und hat ihm die Superkräfte geklaut, sondern der wollte das ja anscheinend. Mhm. Ja,
Ist deine Frage damit jetzt beantwortet, ob es ihn wirklich gibt? Ja, also ich wollte nochmal sagen, das gefällt mir tatsächlich gar nicht so gut. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es ihn jetzt auch überhaupt nicht gegeben hätte. Was? Naja, wenn das auch fake gewesen wäre, weil bis jetzt war ja alles fake. Ja, dann wäre ja, alles, was halt schon so diese, ein ganz die Faschos gemacht haben, im Watchmen-Universum. Ja, klar, also verstehe ich schon. Ich habe tatsächlich als erstes an Cal gedacht, als als diese Szene mit Lady True und Angela war. Ich habe nämlich überlegt, wer könnte es denn jetzt sein? Das muss ja irgendjemand sein, den man schon kennt, sonst wäre es ja uninteressant. Hm. Und viele sind mir da nicht eingefallen, dass es eine große Wendung hätte geben können. Pete wäre lustig gewesen. Pete, ja. Stimmt. Das wäre lustig gewesen. Aber der ist eher der Gulli-Flutscher. Der ja, Gulli-Flutscher. Aber es wäre auch, aber es wäre auch lustig gewesen, so in, hinsichtlich der Beziehung zwischen Pete und Agent Blake. Nachdem sie ihren Thermoskannen-Dildo weggepackt hat, meinst ja, du? Ja, überhaupt, weil die ja früher schon, so, mal, ja. schon mal ein Paar waren. Ja. Du meinst jetzt Dr. Manhattan, nicht? Ja. Ja. Das wäre lustig gewesen, das stimmt. Also lustig, wäre auch erzählerisch interessant gewesen. Ja. Finde ich. Aber Cal war irgendwie schon... Ja, okay, ich bin beim ersten Mal nicht von alleine auf Cal gekommen. Naja, gut, es dauert ja auch nur 5 Sekunden, bis du es im Prinzip erfährst. Ja, okay, also, ja, ab dem Moment, wo sie dann irgendwie mit dem Hammer vor ihm steht. Ja. Gibt's sonst noch was anzumerken? Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich auch. Da müssen wir jetzt aufhören, dann können wir weitergucken. Können wir nicht weitergucken. Ja, dann hören wir auch auf. Alles klar. Gut, tschö. Dann, kommen wir zu den letzten Worten. 2 Folgen haben wir noch. Das war jetzt noch nicht mein letztes Wort. Sondern? Ich sage, fängt an. Die Verteidigung ruht. Könnte man jetzt... Dann ja, mache ich meine letzten gut, ich Worte. Ich sag Pupswitz. Achso. Und ich sag, das war hammermäßig. Sehr schön. Ich sag Hammertime. Ja, alles klar. Ja. Dann. Jetzt müssen wir schnell lizenzfreie Musik einspielen. Dann viel Spaß bis zum nächsten Mal. Und wir spielen jetzt wahrscheinlich lizenzfreie Musik ein.